Moin Leute, nach dem Feuer setzen wir alles unter Eis. Aber zuerst müssen wir noch hier die täglichen Quests machen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Gut. Sie wird auch eine Elementaristin übrigens und hat den Frostnoah als Hauptangriff. Und ich versuche ihn so selber wie möglich machen, jetzt mal ohne Guide. Mal schauen, wie es rauskommt. Ich habe schon gute Taktiken, aber das zeige ich euch später. So, ich habe übrigens wieder recht viel Spaß am Game. Ich habe auch einen Barage Ranger, also Nahkämpferin, Fernkämpferin gemacht. Und ja, sie hat einfach das Problem noch mit dem multiplen Gegner, also sie braucht einen guten AOE-Angriff. Und da muss ich eventuell warten, bis ich den Tornado-Shot habe. Ja, außerdem geht das Spiel wieder flüssiger, keine Ahnung, was ich da gerade machen musste, aber eventuell lag es halt einfach am Server oder an Fraps. Oder an beidem. Auf jeden Fall ist es schon viel besser hier so zu spielen als mit so extremsten Minisekunden-Lags. Das ist einfach nicht gerade flüssiger sieht. Das ist schade. Es kann wirklich auch an der Engine liegen, dass es moderne PCs einfach Mühe. Ja, die modernen PCs einfach Mühe haben, das Spiel richtig zum Laufen bringen. Also dass es immer Mikro-Lags gibt und die nervig sind. Ja, die man einfach sieht, weil es viele sind pro Sekunde und so. Tja, kann man nichts machen, hä? Jetzt muss ich die Skulptur finden, aber wo ist sie? Ich nenne die immer Totems und keine Ahnung, wie so die Skulpturen heißen. Das sind doch Totems, also große Totems, nicht so mickrige Totems. Und jetzt kommt er nicht mit. So ein Feigling. Jetzt hoffen wir, dass die Zara-Mission ein bisschen besser... Ah, die hat einen Gegner hier noch. Hoffentlich hat die Zara eine gute Mission. Nicht mit Will Vulnerably und Elementary Weakness. Ah, da ist er. Gut. So schlecht zu erkennen auf der Map. So spät. Sollten eigentlich keine Gegner mehr besiegen, aber ich mache es jetzt einfach, damit der nicht ganz Zeit abhaut. Sorry. Ja, momentan habe ich sehr viel Muskelkater, ich habe wieder übertrieben, aber das liegt auch eher an Regnum und hier wieder ein Path of Exile, dass ich ein bisschen übermütig bin. Das sind ja auch zwei super Spiele, aber sie tun mir wirklich ein bisschen falsch bei der, ja, beim Sport sozusagen, Krafttraining. Hypotherma ist wieder aufgelevelt, gut. Wird das jetzt hier pro Sekunde schnell, pro Level schneller oder so? Also schnell ist es schon, aber das muss natürlich noch schneller sein. Vor allem für das Übellabyrinth. Ach, wie das Heftigste. Einfach heftig. So, jetzt haben wir es geschafft. Diese Mission ist fertig. We do this. Also prima. Ich muss noch die Zeit auf... Ding, ich habe wieder vergessen, die Zeit anzumachen. Sonst mache ich wieder zu lange Parts und dann hat YouTube wieder Probleme. Ich habe manchmal das Problem, dass das Video hochgeladen ist, aber die Verarbeitung immer auf dem gleichen Timer ist. Also, das ist nicht mehr verarbeitet. Wieso, YouTube? Was hast du für Probleme? Da frage ich mich... Ja, muss ich jetzt Parts
Ich hab's aufgegeben. Scheiß. Komm, wir gehen rein. Können wir noch ein bisschen mehr mit dem Eis Nova Bild denken. Also es hätten wir gehabt. Lightning Resistance, Exodil, Essenzen. Ich will die Essenzen haben. Aber sie sind immer so schlechte bei diesen Missionen. Wieso fehle ich einfach diese Missionen? Habe ich doch gemeint, ich müsste hier eine Quest annehmen. Aber naja. Der ist so ein Schnelligkeitsfail. Ich wollte eigentlich Gas geben, weil die... hier müssen wir alle killen. Das ist so eine Scheißmission. Weil die so extrem auf der Karte... umher ist. Also, ich werde immer all zweiten oder dritten Part ein bisschen Frost Nova zeigen. Ich will es jetzt ja nicht nochmals nach oben bringen im Let's Play. Ich werde immer wieder zeigen, wie ich so weitergehe und weil wir müssen einfach Gas geben mit dem Feuerball Skill. Können wir eventuell nicht so hoch werden. Ah ja, außerdem habe ich einen Feuerball mit Quality gefunden. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Ach, diese blöden Shocked Grounds. Das regt einfach auf. Und wo sind jetzt diese Essenzen? Hä? Ich verschwende mal wieder Zeit hier drin. Ach komm, lassen wir es. Es sind sowieso nur niedriglevelige Essenzen. Keine Chance hier. Pfeife. Kannst mir nicht mal die Quest lassen, hä? So. Okay, prima. Was ich noch machen könnte, ist die Ringe und so mitnehmen, dass ich ein bisschen es leichter habe. So. Mit Level 50. Ja, der Rest weiß ich gar nicht so, aber... Es wird leider nicht angezeigt. Ja, Level 32 werde ich noch nicht sein. Das ist ein hochleveliger, oder? Nein, nicht wahr? Das ist ein guter. Also, der ist hochlevelig. Ja, auf jeden Fall möchte ich hier noch den Feuerball reintun. Aber wo ist der? Jetzt ist die Frage, wo habe ich ihn hingetan? Ich glaube, er ist noch ein bisschen weiter hinten. Wo ist mein Feuerbällchen? Tja. Da. Hab ich den übersehen. Da rein. Muss ich zuerst hochleveln. Hä? Also. Der ist ab Level 30. Den lassen wir auch noch. Wenn dann die zwei Potion, aber nein. Ja, hab ich. Okay. Dann gehen wir rüber zur Monika Basler. Ich habe die gelöscht, die alte. Die ist ja nicht in dieser Season. Und jetzt zeige ich euch noch den Ice Nova. Also, ab Level 16. Ja, nehme ich mal mit. So. Und der Rest habe ich. Also auf jeden Fall habe ich die Dordes Tenure gefunden. Macht uns zwar viel langsamer, 20% weniger Cast Speed, aber ja, ist eigentlich nicht schlecht, die schon, aber ich brauche die andere. Vor allem habe ich keinen Increased Frost Damage drauf. Und ja, hier habe ich durch Schnelligkeitsverlust halt wieder das ein bisschen wettgemacht. Gut, geskillt habe ich
Schon mal so. Crit unbedingt sehr wichtig. AOE Damage. Jetzt gehe ich hier ein bisschen auf Cold Damage. Ich möchte eigentlich auch hier hin, aber das brauche ich nicht. Ich denke, ich gehe dann... Ja, das Cast Speed würde ich schon mitnehmen, aber ich gehe wahrscheinlich unten durch direkt hier zu Amplify. Naja, aber es sieht cool aus, hä? Das Shade. So, also. Das ist noch nicht Frostnow, das ist Frostnow. Ich tue immer wieder ein bisschen die Eisresistenz senken. Ich hoffe, das geht mit dem ersten Schuss von diesem komischen Frostbolt. Frostbomb, genau. Der Frostbolt ist ja das langsame Geschoss. Was übrigens sehr geil aussieht. Ich weiß jetzt, dass diese Geschosse von dem Shaper, oder wie der heißt, vom Frostbolt ist, aber er macht überhaupt keinen Schaden, wenn ich reingehe, oder nur wenig. Ah, seht ihr das Kritten? Das ist doch toll. Das ist schön, schön. Auf jeden Fall ist es einer meiner Lieblingsbeats schon längere Zeit, also seitdem der wieder gebufft wurde, ist es mein Lieblingskill. Vor allem Ice Nova. Das ist schon krass. Ja, dann haben wir außerdem noch der Ball. Der noch ein bisschen länger werden muss, aber schon richtig gut ist. Auf jeden Fall macht es richtig Spaß, einfach nur monotom hier durch die Gegner zu pflügen. Ich habe immer Freude an so easy Builds. Ich will überhaupt nicht richtig gut gamen müssen für ein Build. Immer dieses Aneinandermessen ist sowas von... Ja, für mich langweilig, also scheinbar ist es für viele nicht langweilig. Oh, ich habe gesagt, ich mache nicht so viel AOE, aber dafür gehe ich jetzt rüber. Ich will noch ein bisschen Crit holen, sonst haben wir leider relativ wenig Crit Nots dort in der Umgebung. Ab nach dem AOE beim Templar gehe ich sofort zu Crit beim Shadow. Ich habe ja gute Dolche und ich werde auch wahrscheinlich gute Dolche finden. Werde ich mal schauen dann, hä? Also auf jeden Fall geht er viel schneller als der Feuerball-Skill, weil ich habe ja jetzt viel bessere Items und... Ja. Ich werde eventuell noch einen Skin kaufen, aber... Das Problem ist halt einfach, er ist mega teuer. Und zwar bei den Skin-Effekten... Vortex, aber kein Frostnova, das geht mal gar nicht. Haben wir keine Suche. Ist nur dort Highlight 1, das wirkt wahrscheinlich nicht hierüber. Ist alt eigentlich das Kind? Ice Nova, Arctic Ice Nova Effekt. Sieht eigentlich gar nicht mal so schön aus. Ich hätte gern irgendwas anderes, vor allem die Farbe ein bisschen anders. So Arctic Skull, ja. Ich weiß gar nicht, brauchen wir Hardest, okay? Ich glaube eher nicht. Doch eigentlich schon. Ich weiß es nicht. Schade, es gibt nur den Skin. Puh, peinlicher Shop. Ja, es gibt leider sehr viele schlechte Skill-Effekte. Ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne einfach so richtig coole und günstige, vor allem günstige Skills. Ja, ihr seht, es ist relativ schwach gegen harte Monster. Aber
das wird dann schon eben. Da mache ich ja Ice Damage eher als Crit. Die Crit geht so langsam hoch, das ist Wahnsinn. Da muss man unbedingt extra die Items auf Crit machen. Dann verliert man viel Tankiness und boah. Das ist ein bisschen schade. Ah, der Waypoint. Ja, macht Damage, genau, mit Crit, Crit, Crit. Ha! Habt ihr gehört? Die ganze Zeit, als ich Crit gesagt habe, ist auch Crit geworden. Jetzt wieder nicht. Aber schon krass. Ja, macht's Crit. Mach es kritisch. Sehr schön. Ja, auch ein bisschen Frost nochmal. Frostpuls. Keine Chance. Wenn sie eingefroren sind, werden sie gestoppt. Das ist auch gut. Auch wenn er nicht so stark ist, das Key ist doch super. Und vor allem hat der Frostpuls, also Frozenpuls, da oben, ne? Freezing Pulse, 15 Quality. Schon genial, 15 Quality zu haben. Ja. Wollen wir die jetzt wechseln? Was haben wir denn für Damage? Wir haben 124. Wenn ich jetzt den rausnehme. Nein, ich kann ihn noch nicht nehmen. Oder nehme ich das raus? Nein, da kann ich nicht mit Zepter. Mist. Wir haben ein Problem. Pusten, wir haben ein Problem. Wir stecken fest. So, Schätzchen. Das ist so genial, ich kann alles stoppen. So gibt es noch kein gutes Bild für diesen Teil. Ich hätte wirklich richtig Bock, den auch sehr gut zu scannen und nicht umzuscannen müssen. Ah. Ey, ich will noch ein Level up. Das ist unfair. Wenn ich kein Level abbekomme, dann bin ich sehr böse auf die Gegner. Ah, schön. Ich bin verliebt in diesem Bild. Also, wir machen hier weiter. Und gehen zurück. Ich tue jetzt den Stab wieder rein. Oder ich könnte ihn umwandeln. Ich wandle ihn um. Ja, der ist mir wert. So, eventuell muss ich ihn halt wieder umwandeln für die Feuerball-Ding, aber... Nein, ich kann ja auf Skills auch verzichten. Zum Beispiel diesen Lightning Warp. Oh, da haben noch vier etwas zu reden, habe ich da nicht abgeguckt. Das sieht ja mega peinlich aus. Sehr heftig. Das ist wieder ein Troll. Aber vor allem solche Skill-Effekte haben nichts zu suchen in... ja, wo andere Spiele es sehen. Das ist sowas von übertrieben. Das tut mir immer weh. Immer wenn ich hier... einen sehe, habe ich Augenschmerzen. Wieso sind die so übertrieben? Vor allem, wieso wird das zugelassen in den Städten? Oh, Eisnummer 10. Lol. Ich habe einen Eisnummer 10, den muss ich benutzen. Prima. Tja. Ah ja, ich wollte ja schauen, wie viel Schaden ich mache.
kann ich das auch so schauen. Ich mache mehr Schaden, wenn jetzt schon 146 ist. Und außerdem möchte ich noch schauen, wie denn ab wann dann die Haralds sind. Aber ich habe, glaube ich, gar keine Haralds bisher gesammelt, sammeln können. Ist nie gedroppt. Den Skip nutze ich, weil das tut die Gegner schocken. Und ja, ich finde, also ich kenne die Symbole nicht so, aber ja, ist ja schade, hä? Müssen noch ein bisschen questen, damit wir die bekommen. Ja, Riffe plus 10. Ja, ich nehme vielleicht diese Robbe und vier andere, damit ich noch ein Unique bekomme. Das ist auf jeden Fall nicht das richtige Plätzchen für dich. So. Ach, schade. Ich hätte gern mich noch ein bisschen gepusht jetzt. Cast Speed. Ja klar, besser. Ja, dann machen wir noch mal ein bisschen weiter. Die Spinnenhöhle vielleicht noch. Ja, ich kann auch ein bisschen länger. Ach Mist. Man kann nicht laufen ohne Skill, das ist sowas von böse. Eventuell geht das Video zu lange. Ja, ich werde einfach mal ein bisschen reingehen und schauen, hä? Oder eventuell sie töten, wenn ich sie eher treffe. Wo ist denn sie? Aliria? Und wie heißt sie? God bless you on this fine day, Aerion. Ja, machen wir den noch, hä? Alle bitte hereinspaziert, ich muss sie killen. Nichts gehen. Aha, Harald of Thunder. Immerhin eins, wie immer. Ach, wie schön, wenn man krittert. Ja, zwei Reputation. Ah, Gottchen. Also, der bringt ja nicht so viel. Wenn ich Shocked Enemy kill. Okay. Da, Messi. Die machen wir noch. Schätzchen. Mano. Ich wollte einen Frostbolt einsetzen, aber ich habe ja die Fußstampfen hier hingetan. Sie heißt Aliera? Okay. ich brauche... Ich glaube, den Skillpunkt Life ist ja nicht so unbedingt wichtig. Bei ihr. Keine Ahnung. Lasst mich. Das Problem ist, ich kann nicht mehr schießen. Wo habe ich den Freeze Boost? Nirgends mehr. Übertrieben. Ich werde einfach spammen. So. Also sie muss noch stärker werden, aber... Es läuft relativ gut.
Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss. Ja, das Kegem war zu hoch. Dadurch wurde das Schild nicht mehr gültig und Freeze-Puls habe ich nicht mehr einsetzen können. Frechheit. Wieso ist der zu hoch geworden? Ich habe ihn doch normal geskillt. Ah, ich habe wahrscheinlich Dexterity verloren. Ah, so. Na gut. Jetzt mache ich hoffentlich auch wieder mehr Schaden. Naja, mich mache ich ja doch das Schild nicht mehr Schaden. Stimmt. Also, tschüss.